So. Jedes Mal vergesse ich hier das Tür zu machen. Ist ja selber nervig. Ich muss kurz schreiben. Ich dachte, ich komme früher raus, aber nee, doch nicht so früh, wie ich eigentlich erwartet habe. Hey Betty, Servus! Na, alles gut bei dir? Nur kurz. So. Nee, mach so. Ich war gerade kurz schnell live, weil ich muss aber noch was schreiben. Ist ja nichts Interessantes hier. Naja, egal. Weil ich habe geschrieben. Ja, ich hoffe noch mal meine Lootbox. Ich habe jetzt erstmal meine Lootbox, die ist schon da hinten. Ich habe sie noch nicht geöffnet, ich habe hier nur aufgeschnitten. Nicht alle, die was sein dann. Ja. Der hat das schon noch angeschaut. Nee, ich habe nur hier aufgeschnitten. Ich habe mir eigentlich nicht gemacht. Und ich bin jetzt mal besser als gestern, aber macht ein bisschen langsam, also noch nicht immer so lange jetzt. Aber hoffe, dass in Urlaub dann wieder besser wird. Ja, also mein allererster. Ich dachte, also, ich glaube, ja, als ich über Jens gesehen habe, dachte ich, die wäre größer, aber ein bisschen kleiner als erwartet. Also, alles, was ich hier, also 6 Monate geht diese Aktion. Nach den 6 Monaten werde ich das alles zusammensammeln oder vielleicht schicke ich alle Monate, ich weiß nicht. Chat geht, glaube ich, nicht. Also, kann man mal sein. Warte mal. Ich glaube auch. Ja, es ist ab und zu mit den Twitch-Alerts, da hackt es ab und zu, das ist nicht mein, es ist einfach Twitch-Alerts. Ja, wir öffnen nochmal jedenfalls die Lootbox. Also ich weiß noch nicht, wenn was nicht ist, was ich will, das werde ich wahrscheinlich verlosen. Heißt, alle Gewinner kriegen das und dann verschicke ich ihnen das zu. Weil, wenn ich es nicht will, dann brauche ich es nicht. Also ich habe schon aufgeschnitten, nicht das hier. Mal schauen, was ihr alles seht eigentlich. Böser Chat. So. Ja, ihr seht ihn ja schon nicht. So. Also steht jetzt 16. Juni. Gut, geht los. So eine Broschüre. Wo sie ihre Link vorstellen, whatever. Okay. So ein Heftchen da. Kriegen wir da. Ja. Du musst be beten für Zelda. Ich muss beten für Zelda. Ja, also hier haben wir Marv Mystery Minis. Okay. Schatz, ich habe hier eine Schere hier. Egal. Ich mache hier einfach alles auf. Das ist Müll hier. Schauen, was für ein Held drin sein wird. Also ich möchte Thor oder Spider-Man oder so, die was ich halt kenne. Wie geht die Box hier auf? Ich kenne nur Superhelden davon, oder was? Also. ja, ich muss die Schachtel, glaube ich, zerstören. Zerstören. Mann, ey, wie kann gut verpackt essen lassen? Oh nee, ich hab Hulk. Ich weiß, meist so cool mit dem Wackelkopf, aber Hulk mag ich nicht so gerne. Sehen wir schon, wie viel ihr eigentlich seht immer. Ja. Also ich, Hulk, ich weiß nicht, das ist mal nicht so für mich besonders gut sehen. Der hält doch hier gar nicht, die ist für eine Arsch Verarschung. Gut, okay.
kann das nächste hier. Ein T-Shirt. Also meine Größe, also die Größe S, Damengröße. Okay, wie sagt das nicht? Ich glaube, das ist Minecraft, oder? Legend of Soka. Boah, ist das kurz geschnitten, ey. Ist aber S, meine Größe. Ist aber kurz. Kurz und klein. Aber ich mag solche T-Shirts sehr gerne. Ihr wisst ja, ich trage solche gerne. So, okay. Haben wir hier. Ja, okay, T-Shirt haben wir hier. Auch cool. Dann haben wir Lutscher. Lutscher mag ich nicht so gerne, muss ich sagen. Ich hasse Lutscher. Ich hasse Lutscher und so. Gummibärchen, das hasse ich eigentlich alles. Man sieht das auch, wenn ich es am Boden werfe. Ja, Betty, natürlich. Ich habe es schon gesehen. Ich glaube, du hast auch die Lootbox, wo du es geschrieben hast, genau. Oh mein Gott, das ist geil. Das ist aber geil, nicht? Hey, das ist so eine Tasse, die kostet, glaube ich, schon um die 15 Euro. Und die kriegst du hier für 30 an und drum und dran auch noch. Das ist echt cool. Das ist jetzt mal, was das echt cool ist. Das gefällt mir. Die ist geil. Die ist cool. Oh, Zelda, oh mein Gott. Weil vielleicht mal aus dem Trinken im Stream. Hier haben wir einen Doom-Sticker. Haben will. ja, interessiert mich jetzt auch mal nicht. Also, Hulk und das. Also ich habe jetzt nur einen Dreier gekauft, aber ich muss jetzt nicht unbedingt. Dann haben wir hier ein The Hunger Games Mockingjay Putzel Teilchen. Ich putzle gerne, ich mag die Hunger Games gerne, aber jetzt mal schauen hier. Ich muss sagen, ich habe, oh, du Glückliche. Nee, hab nur keine Box. Du hast keine, ich dachte du hast, aber ich habe das schon gesehen. Box hier. Aber ist nicht was drin, aber ist cool. Gefällt mir. Das ist so ein Putzel. Ich krieg das gar nicht auf. Siehst du jetzt, ich habe alle drei Teile, ersten, zweiten, dritten, habe ich voll verfolgt und den vierten Teil habe ich bis heute nicht fertig geschaut. Also fertig geschaut, nicht angeschaut, bisher hat keine Zeit gehabt. Ach man, da ist ein Putzel drin, ich krieg's gar nicht drauf. Warum nicht? Ach so, da geht's auf. Okay, jetzt warte ich nochmal. Die sind aber cool, die Boxen. Aber danke, Betty, dass du für mich gebetet hast. Das war sicher Zelda drin. Okay, hier ist es gut. Fangen wir mal gleich zusammen. Schauen wir mal. 200 Style hat das anscheinend. Ich putze ja gerne. Das habe ich schneller als damals. Ihr seht. Mach mal hier. Und dann habe ich hier noch eine Tasche. Oder? Ja. Oh, cool, von Star Wars. Mit den Klänen drauf. Cool. So eine Einkaufstasche. Ich mag solche auch hier gerne. Die ist cool. Die gefällt mir. Ja, ist cool. Ich kaufe mir 20 Boxen von so einem Kackbecher. Warte, du kriegst, ist immer so. Also das war's dann auch schon. Coole Boxen. Also wenn du, ich sammle jetzt mal alles, was mir nicht so gefällt. Also ich werde jetzt nicht wegen diesen extra was verschicken. Aber ich sammle das mal. Ich bei der nächsten Box. Ich habe 6 Boxen. Pro Monat. Ist ja voll Außenstuff drin. Also kostet 35 Euro zahle ich, weil du hast da meistens noch was dazu. Also du kriegst das und mit den 35 Euro kriegst du noch, ich glaube, da war die Tasche jetzt heute extra dabei, dieses Monat. Und ja, ich glaube, die ist sowieso, also das Glas ist sowieso standardisiert, ich glaube auch nicht, weiß auch nicht. Wenn du einfach so die Box haben willst, kostet sie 30 Euro im Monat oder 20 Euro, ist aber im Wert von 50, 60 Euro drin, also musst du so markieren. Aber wenn du es heute jetzt machst, kriegst du das nächstes Monat. Aber es ist richtig cool, also das ist echt viel wert, weil das Glas, glaube ich, kostet schon allein 20 Euro. Die Tasche auch, das T-Shirt, also ich habe ja ganz viel Gaming-T-Shirts und die kann schon auch schon allein schon Gaming-T-Shirts ding. Ja, also ich sammle das ein bisschen, was ich hier nicht mag. Zwei Sachen habe ich mal, aber es sind sehr kleine Sachen. Werde ich sammeln und
Hier jetzt 6 Monate lang. Aber cool, das war mein allererster, war richtig cool, war richtig nice. Und ja, hat mir gefallen. Also ich das Zellerglas, finde ich cool, finde ich cool. Zellerglas gefällt mir. Das Beste daran heute. Danach kommt die Tasche, nach das T-Shirt. Was ist das nochmal? Alles das nochmal. Was steht denn hier eigentlich drin? Man müsste erst das andere lesen. Also da sind mehr Sticker drin. Ja, das lese ich mal durch. Also da steht das. Zellerglas kostet 11 Euro. Im Kaufen. Zelda Avatar Mashup. Ist nicht so. Okay. Mal sehen, das Glas. Nicht verfügbar. Bis besonders. Ah, scheiße. Also. Ah, okay, das Plus war diese Statue heute. Oder einen Lutscher hatte ich bekommen. Okay. Also das Plus war diese Statue, aber diese kleine Statue. Ja, das ist meistens in T-Shirts drin. Aber egal. Lesen wir das mal durch. Cool, ja. Hat mir gefallen. So, das war's mit der Lootbox. Wir gehen dann gleich in ein Spiel rein. Also, ich habe ja eigentlich normalerweise Fahrenheit, aber ich habe mir gedacht, ich mache auf das, was ich Bock habe. Und auf das, was ich Bock habe, ist eher Shadow of the Colossus als das. Und ist auch nicht so anstrengend mit der Story und so, wie Fahrenheit. Deswegen dachte ich mir, ja, ich mache Shadow of the Colossus. Ist ein bisschen einfacher für mich. Aber cool. Coole Sachen. Gefällt mir. Ja, kann sein, dass Luchester das alles schon gekauft hat. Kann echt schon sein. Aber ich würde sie jedem empfehlen. Also, letztes Mal schon bei Jens habe ich gedacht, boah, coole Sachen gibt's da. Sind echt coole Sachen dabei. Du lest hier in diesen Heftchen an den Marktpreis und alles. Was es eigentlich wert wäre und so. Und jetzt noch ein bisschen mehr. Richtig cool, weil hier haben wir schon 13. Also allein schon die ersten drei Sachen hier sind schon über 30, also das, was ich zahle hier. Und ja, also ich würde sie jedem empfehlen. 30 Euro im Monat. Oh, ich kenne aber auch eine Freundin, was sowas nicht kaufen darf. Also die was Sachen nicht rüber bestellen lassen darf von ihr zu Hause. Weil ihre Eltern das nicht mögen, Bäckchen und so. Das kenne ich auch. Habe ich auch eine Freundin, was nicht darf. So, ja, wir gehen gleich ins Spiel rein und dann, so, wo ist mein Master?